Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute mitmachen möchtest, ein Tuch zu häkeln. Und zwar habe ich mir wieder ein Häkeltuch ausgedacht, ein relativ einfaches, wo wir einen gewissen Mustersatz haben, den wir dann ständig wiederholen. Da müssen wir aber erstmal hinarbeiten bis dahin. Und also es ist wieder ein Endlos-Tuch. Ne? Ich habe mir dazu die Blütenzeit von der Garnperle rausgesucht. Die hat 1000 Meter, ist vierfädig. Ihr könnt da aber auch jedes beliebige Garn für verwenden. Müsst euch da nicht nach mir richten. Dazu habe ich eine 3,5 Häkelnadel, die ich heute dafür verwende, damit es ein bisschen luftiger wird. Also ich beabsichtige schon, dass das Tuch luftiger wird. Frühlingstuch. Genau. Und ich beginne meinen Verlauf auch diesmal aus der Mitte heraus. Was ihr später noch braucht, sind Schere, Nadel und sowas alles, ne? Also das brauchen wir jetzt nicht. Wichtig ist erstmal das Garn und die Nadel, die Häkelnadel. Genau, ich beginne aus der Mitte heraus, weil ich es oben, also in der Mitte, heller verlaufend haben möchte und hinten, unten zum Rand gerne dunkel haben möchte. Das müsst ihr euch vorher überlegen, wie ihr das gerne hättet. Ich hätte es gerne so. Ja, weil ich nicht weiß, inwiefern ich das Dunkle noch mit reinarbeiten werde. Genau. So sieht es erstmal aus. Also es ist ein Endlostuch, ihr braucht euch da keine Sorgen machen. Und es ist einfach. Alle anderen Angaben sowie Häkelschrift und schriftliche Anleitung findet ihr wie unten, wie immer verlinkt. So, ich mache mir erstmal ein bisschen was raus und dann mache ich wie immer meinen kleinen Fadenring. Funktioniert ja sehr gut. So. So sieht er aus wieder. Und ich stecke wieder hier meine Nadel in das unterste. Der Fäden. Jetzt habe ich überlegt. Der Fäden. So, jetzt mache ich mir einen Luftmaschenring mit 5 Luftmaschen. Einen habe ich schon. Also 2, 3, 4 und 5. Das Ganze schließe ich in der ersten Luftmasche zur Runde. Hole den Faden und ziehe ihn durch den Faden durch, sodass ein kleiner Ring entsteht. Wirklich bloß ein kleiner. Ne? Und dann beginne ich mit unserer ersten Reihe und da mache ich jetzt zum Beginn 5 Luftmaschen. Das machen wir immer. Jede Reihe beginnt mit 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. So sieht das aus. Und dann bearbeiten wir erstmal 4 Stäbchen. 1, 2, 3 und das vierte. So. Und dann machen wir 2 Luftmaschen. 1, 2 und arbeiten nochmal 4 Stäbchen auch wieder in den Ring. 1, 2, 3, 4. Machen eine Luftmasche und machen jetzt ein Doppelstäbchen. Auch in den Luftmaschenring. So sieht das jetzt aus. Das wird unsere lange gerade Kante und das wird unsere Spitze. Also wir arbeiten aus der Mitte heraus bis runter. Ein ganz normales Dreieckstuch arbeiten wir. Genau. So wie wir hier das Ende beendet haben mit einer Luftmasche und ein Doppelstäbchen, enden wir jede Reihe. Und wie ich euch hier vorne erklärt habe, beginnen wir immer mit 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4 und 5. Wenden unsere Arbeit und machen in die Luftmasche der Vorrunde 2 Stäbchen. Das ist ganz wichtig, weil sonst, das ist eine Zunahme und die müsst ihr machen, sonst kriegt das Tuch keine schöne Form. Also wie ich finde. Ne? Also unsere Zunahme, 2 Stäbchen über der Luftmasche der Vorrunde.
Und jetzt arbeiten wir in jede Runde, also in jede Masche, Entschuldigung, in jede Masche ein Stäbchen. Das ist Runde 2. So, in jeder Masche ein Stäbchen. In hier oben in die 2 Luftmaschen von unserer Spitze arbeiten wir immer 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Genau, das machen wir immer in der Spitze. 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Immer da, wo die 2 Luftmaschen sind. So, jetzt wieder in jede Masche ein Stäbchen. Also haben wir 4, 1, 2, 3, 4. Und jetzt kommt hier unsere letzte Masche. Von der Vorrunde waren das die 5 Luftmaschen. Und da machen wir jetzt auch wieder unsere Zunahme, also die 2 Stäbchen rein. 1, 2 und dann kommt die Luftmasche und ein Doppelstäbchen. Dazu gehe ich hier in die 4. Masche 1, 2, 3, 4 und da in die 4. Masche gehe ich rein und mache ein Doppelstäbchen. Genau, so haben wir unsere ersten 2 Runden gemeinsam gehäkelt. Jetzt kommt Runde 3. In Runde 3 machen wir schon mal den ersten Mustersatz. Das heißt, wir machen 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Ich muss mir mal kurz meine Notizen hier hinlegen, damit ich das sehe. Und dann wieder hier die Luftmasche, unsere Zunahme, wie wir immer machen. 2 Stäbchen. Und jetzt machen wir 2 Luftmaschen, 1, 2 und überspringen 2 Maschen, 1, 2 überspringen und da hinein machen wir ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und nochmal in dieselbe Masche nochmal ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, wir überspringen wieder 2 Maschen, 1, 2 und in die 3. machen wir eine feste Masche. So, dann wieder 2 Luftmaschen. 1, 2. Und die beiden überspringen wir wieder. Und machen wieder unsere Spitze mit 2 Stäbchen. Und 2 Luftmaschen. 2 Stäbchen. Okay. Dann geht es weiter genauso, wie wir das hier die Seite gemacht haben, machen wir das auch auf der Seite weiter. Das heißt wieder 2 Luftmaschen, 2 Maschen überspringen, in die 3. eine feste Masche, weil das haben wir ja hier auch gemacht. Dann wieder 2 Luftmaschen, 2 Maschen überspringen und in die 3. Masche wieder dieses V mit 2 Luftmaschen arbeiten. Zwei Luftmaschen und 2 Maschen wieder überspringen. Jetzt kommt wieder unsere Zunahme. Da machen wir wieder 2 Stäbchen, eine Luftmasche und das Doppelstäbchen wieder in die 4. Masche von unseren 5 Luftmaschen der Vorrunde. So sieht das Ganze jetzt aus. Und dann starten wir mit Runde 4. Dazu wie immer wieder 3 Luftmaschen. 5 Luftmaschen, Entschuldigung. 5 Luftmaschen wie am Anfang. 2 Stäbchen. So. Achtung, jetzt machen wir noch ein Stäbchen und machen jetzt eine Luftmasche
und springen jetzt in dieses Dreieck rein. Da machen wir eine Büschelmasche mit zwei Stäbchen. Das heißt, ihr mascht zwei Stäbchen nicht komplett ab. Erst wenn ihr die drei Schlingen habt, mascht ihr es ab. Ich zeige euch das nochmal, keine Angst. Jetzt macht ihr wieder zwei Luftmaschen. Genau, zwei Luftmaschen. Das Ganze machen wir nochmal. Einmal ein Stäbchen nicht komplett abgemascht. Nochmal ein Stäbchen nicht komplett abgemascht. So, jetzt haben wir die drei Schlingen. Jetzt ziehen wir die Nadel komplett durch. Machen zwei Luftmaschen und wiederholen das Ganze noch einmal. Also zwei Stäbchen, die man denn zusammen abmascht. Jetzt. Ups. Nun machen wir eine Luftmasche und überspringen die ganze Geschichte. Hier mit der festen Masche überspringen wir und machen hier wieder ein Stäbchen. Ja, nochmal. So sieht jetzt das Ganze aus. Und jetzt machen wir in unsere Spitze, wieder unsere Spitze mit den zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen. Und dann wiederholen wir, was wir auf der anderen Seite gemacht haben, nämlich in diesem Dreieck wieder diese drei Maschen zu häkeln. Und so sieht unser Muster aus. Das wiederholt sich jetzt denn demnächst die ganze Zeit. Jetzt kommt aber erstmal eine Runde, wo wir nur Stäbchen machen. Das zeige ich euch auch wieder. Wir machen wieder unseren Anfang. 1, 2, 3, 4, 5. Wenden unsere Arbeit. Machen zwei Stäbchen. So. Und jetzt erstmal die ersten drei Stäbchen machen wir eine Stäbchen. Dann bei der einen Luftmasche machen wir ein Stäbchen. Bei der ersten Büschelmasche machen wir ein Stäbchen. Und jetzt kommt nur, hier sind ja zwei Luftmaschen, da kommt nur ein Stäbchen rein. Bei der Büschelmasche ein Stäbchen. Bei den zwei Luftmaschen ein Stäbchen. Büschelmasche ein Stäbchen. Ein Stäbchen bei der Luftmasche. Und jetzt kommen wieder vier Stäbchen. Eins. Zwei. Drei. Habe ich mich verzählt? 1, 2, 3. Irgendwo habe ich den Wurm dran gerade. Alles richtig. War ein bisschen verwirrt. Also es ist alles richtig. Wir machen jetzt unsere Spitze. Nach den vier Stäbchen, die wir hier gemacht haben, kommt die Spitze mit zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen. Und dann wiederholt sich das Ganze. Wie ihr diese Seite gearbeitet habt, arbeitet ihr jetzt auch diese Seite. Okay. Dann geht es weiter mit unserer Runde 6. Da fangen wir an mit 3, 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. So. Wenden unsere Arbeit, machen wieder unsere Zunahme. Und arbeiten jetzt eine Luftmasche, eine Masche überspringen, ein Stäbchen. Also eine Luftmasche, erste Masche überspringen, ein Stäbchen.
Okay, das arbeitet er wieder. Die ganze Runde entlang. Bei der Spitze sehen wir uns gleich nochmal. Okay, wenn wir alles richtig gearbeitet haben, dann kommen wir hier bei der letzten Masche mit dem Stäbchen an. Dann ist alles richtig. Und machen unsere Spitze und deswegen haben wir so drei Maschen nebeneinander liegen. Und so beginnen wir auch die Reihe wieder. Ja, also ich mach das mal schnell. So, jetzt beginnen wir die Reihe auch wieder so, wie wir die andere aufgehört haben. So, das sind im Grunde jetzt unsere Reihen, wie wir sie die ganze Zeit wiederholen. Jetzt würden wir mit Reihe 2 wieder beginnen, also das heißt die Reihe nur mit den Stäbchen. Dann kommt die Reihe mit den Vs und dann die Reihe mit den Büschelmaschen und dann kommt wieder eine Stäbchenreihe, wieder die Lochmusterreihe und dann beginnt das wieder von vorne. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Achtung, damit ihr das seht. Genau. Also, er arbeitet jetzt wieder eine Reihe. 1, 2, 3, 4, 5. Unser Anfang und jetzt wieder unsere Reihe mit den Stäbchen, wie Reihe 2. Kleine Hilfe habe ich ja eben eingeblendet, als ihr das als Stütze euch hilft. Wie gesagt, schriftlich und komplette Anleitung dann ebenfalls auf Etsy oder auf MyBoshi. Und ja, ich denke mal, ich werde nachher nochmal einen schnellen Ausschnitt machen, wenn das Video, wenn das Tuch fertig ist. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß beim Nacharbeiten. Genau. Ich habe meine Wunschgröße erreicht von meinem Tuch und habe jetzt aus den Restegarn hier schon so Fransen dran gemacht. Wie ihr seht, habe ich mit dem Mustersatz aufgehört und mache hier jeweils an den mittleren meine Fransen dran. Dazu habe ich mir gleich lange Fädchen zusammengeschnitten aus dem Rest und jeweils dreimal. Also sind das jetzt dreimal vier Fäden zusammengenommen, die ich jetzt hier noch dran bringe. Soll ich jetzt noch zeigen? Also ich gehe hier in das mittlere rein mit der Häkelnadel, hole mir meinen Faden, ziehe die alle durch, mache, gucke, ob sie alle gleich lang sind, relativ gleich lang sind, hole einmal durch die Schlinge durch, drehe meine Schlinge, ihr seht, ihr habt meine Schlinge immer noch, drehe die einmal und hole den Faden nochmal durch. So, und dann ziehe ich das Ganze fest. Genau, das machen wir ganz nochmal. So. Ich hoffe, ihr konntet das alle sehen. Und jetzt hole ich hier auch meinen letzten in der letzten Masche durch. So.
Okay. Und schon ist mein Tuch wieder beendet. Jetzt muss ich noch die Fäden vernähen. Hier meinen Endfaden. So. Einmal abschneiden und meinen Faden in der Mitte muss ich auch noch abschneiden, der ist hier. Und dann ist es Tuch fertig. So. Okay. Ja, dann haben wir wieder zusammen ein großes Tuch mit einem schönen Muster gehäkelt. Ich finde es sehr schön geworden. Ich habe nicht ganz die 1000 Meter verbraucht, weil das Garn vierfädig ist und dann wird es schon dadurch relativ groß. Genau. So. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Däumchen und eventuell nachmachen. Und ich freue mich über Bilder von euren Werken. Und ansonsten, wie immer, die schriftliche Anleitung mit der Häkelschrift ist wie immer unten alles verlinkt. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß beim Nacharbeiten und macht's gut!